So. Gott sei Dank genug Ausdauer, dass ich dieses Kettencasten trotzdem mache. Huch, sind ja ein paar mehr. Hä? Du bist gar kein Gegner. What? Naja, wir sind erpicht darauf, den einen... Geil. Den einen unbedingt zu treffen. Ihr dachtet, niemand würde es herausfinden? Dass keiner von uns überlebt? Einer hat gereicht, um euren Verrat aufzudecken. Das war nicht mein Befehl! Ihr habt euren Verrat selbst verfasst und mit unserem Blut besiegelt! Was war also sein Verbrechen? Seine Soldaten in eine Falle zu schicken? Scheint so, ne? Gut, gehen wir hier und dann geradeaus links. So, in der letzten Folge sind wir ja nur hierher gegangen. Einen ganzen Weg hier gebraucht, um überhaupt da... kann ich nicht mehr zeigen. Ah, da, cool. Sehr schön. Vorsicht vor der Draugebrut. Die macht lieber eine Leiche aus euch, anstatt mit euch zu reden. Die Draugebrut ist kein Problem. Die mache ich platt, aber die irdliche Mutter ist schlimmer. Sehr schön, haben wir das schon mal hinter uns. Dann brauche ich mich nur noch auf den Boss konzentrieren. Nein, nein. Nicht angreifen. Die hält viel zu viel aus. Ups. Hört auf, mich zu beschwören! Was ist das für ein ekelhafter AE, den wir haben? Was, Ulti jetzt schon bereit? Die habe ich gerade eingesetzt. Nicht schlecht. Die Lebenden werden mich wieder fürchten. Jawohl, wir nähern uns dem zweiten Ziel. Eine der Seelen in dieser grauenhaften Grube hat ein ordentliches Begräbnis erhalten. Boss. Und wir werden auch keines kriegen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Die Lieder, die Verdammte. Ihr seid sterblich, doch eines Tages werdet das ihr wie ich Rot sein. Niemals! An diesem Tag werdet ihr wahre Qualen kennenlernen. Seid sterblich. Doch eines Tages werdet ihr wie ich sein. Ja. An diesem Tag wahre Qualen kennenlernen. Yes. Sehr gut. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt hier. Knecht hat eine dringliche Sache, die ihr erledigen müsst. Was weiß er denn, dass er uns so tief ins Reich entsendet? Ihr habt eure Befehle, Tane. Ich denke, ihr wisst genug, um sie auszuführen. Plopp. Wer war sie denn, dass sie einen Tane herumkommandiert? Gute Frage. Habt ihr nichts Wichtigeres zu tun?
Hier laufen so viele Spiele rum. Ups. Ah, sehr schön. So kann man natürlich auch weiterkommen. Für euren Verrat gegen euer Jarltum und euer Volk verstoßen wir euch aus den Hallen der Ahnen. Mögen sie niemals euren Namen kennen. Ich habe mein Jarltum nicht verraten. Sie sollte sich eurem Urteil stellen. Mauert ihn ein. Oh, ihr Götter! Ich kann sein Grauen spüren! Es ist erstickend! Ja. Ich bin begeistert. Hä? Ihr seid keine Gegner für mich. Hallo. Nee, ihr seid unbesiegbar. Ja, nee, ist klar. Unbesiegbar Gegner hier. Lorda, hilf mir. Habt ihr nichts Wichtigeres zu tun? Ich sagte, hilf mir, anstatt mich zu beleidigen. Gegner, die man nicht angreifen kann. Wie unfair. Knochen es hier unten gibt. Wie viele hat man hier zum Sterben zurückgelassen? 5000 dürfen es bestimmt sein. Du scheiß Gegner, lass mich doch mal in Ruhe. Eines Tages werde ich aus diesem Gefängnis entkommen. Dieser Tag wird euer letzter sein. Das muss der Ort sein. Ich gehe zurück und hole... Nicht nötig. Hier wollte ich gar nicht hin. Die Prinzessin bestand. Wir sind in sicherer Entfernung gefolgt und vorgerückt, als ihr den Weg freigemacht hattet. Von jetzt an bleiben wir zusammen. Und das ist ein Befehl. Ja. Ich stimme ihr zu. Lasst uns den Niederhain betreten. Ich muss euren Befehl leider im Moment ignorieren. Wartet kurz. Ich bin gleich wieder zurück. Scheiße. Wie kann das eigentlich sein, dass man hier unbesiegbare Gegner hinstellt? Wieso machen die das? Soll das einen Sinn haben? Das gab es in dem ganzen Spiel noch nicht. Zumindest ist mir kein unbesiegbarer begegnet. Liebt ihr mich nicht, Vettelknecht? Wollt ihr, dass ich alt und grau werde, verdorre und sterbe? Es ist ein kleines Opfer für die Ewigkeit. Hört ihr euch reden, Esenja? Selbst ein Leben ist zu viel. Ich kann so ein Opfer nicht bringen. Nicht einmal für euch. Das war alles. Verschwinden wir mit den Überresten von Vettelknecht, bevor wir uns noch diesen gepeinigten Seelen anschließen. Ja, ja, hau mal ab. Die rennt übrigens jetzt alleine weiter, ne? Also, du hast zwar furchtbare Angst, hier durchzulaufen, aber die rennt jetzt einfach mal alleine weiter. Ich habe nämlich noch andere Sachen zu tun hier. Jetzt geht die Hauptstory nämlich weiter. Das ist also der Niederhain. Den Befehlen, die ihr gefunden habt, zufolge experimentiert die graue Schar dort mit Gramstürmen. Ach, ihr solltet vorgehen. Dann suchen wir einen Ort, an dem wir das Elixier testen können. Okay. Ja, das kenne ich doch schon. Wir suchen uns sehr. Ich weiß, dass das der beste Ansatz für unser weiteres Handeln ist. Aber ich kann nicht anders, als mir Sorgen um Lyris zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir verzeihen könnte, wenn ihr etwas zustoßen würde. Wollt ihr den Test etwa abblasen? Nein. Wir müssen das Elixier erproben. Lyris hat sich ohne Zögern freiwillig gemeldet.
Sie ist eine wahre Heldin. Doch der Gedanke, dass sie sterben könnte, um meinem Heimatland zu helfen, damit kann ich nicht so leicht leben. Wollt ihr, dass jemand anders das Elixier testet? Was? Nein! Daran hatte ich gar nicht gedacht. Nein, Lyris will das tun. Und es ist ja nicht so, als hätten wir eine große Wahl. Legen wir los. Puh. Gehen wir rein und bringen diese Sache zu Ende, bevor ich es mir anders überlege. Wisst ihr, ich hatte versucht, Fenn dazu zu überreden, der Mischung ein bisschen Met hinzuzufügen. Aber er hat einfach nicht weiter auf mich geachtet. Warum habt ihr euch freiwillig als Fenorians Fenn-du-suchst-Kaninchen gemeldet? Es muss getan werden und ich bin die logische Wahl. König Jorun hat mich entsandt, um dem westlichen Himmelsrand zu helfen. Wenn das heißt, Fenns Gebräu zu trinken und vielleicht eine geistlose Gramvolle zu werden, dann soll das eben so sein. Ihr habt wirklich keine Einwände dagegen, womöglich einen Gramsturm zum Opfer zu fallen? Habt ihr vergessen? Ich habe die Kerker von Kalthafen überlebt. Dagegen verblasst alles andere. Ich vertraue Fenn. Und falls das alles nicht klappt, kann es kaum schlimmer sein als die Gefangenschaft bei Molag Bal. Trotzdem großes Risiko. Kann man nicht irgend... Hätte man nicht irgendeinen Gefangenen nehmen können, den man hier aus, zum Beispiel hier, verschiffen kann? Irgendwie so ein Altmeer oder sowas. Oder so ein... Oder ein Breton. Irgendein Milchtrinker, der es verdient hat, das zu trinken. Das wäre die logische Wahl. Die kann man als Versuchskaninchen missbrauchen. Doch nicht die Helden von... vom Pakt. Oder generell von ganz Tamriel, muss man dazu schon sagen. Niederhain. Das ist klein. Finden wir heraus, wo sie mit den Gramstürmen experimentieren. Ja. Ihr ehrt mich mit eurer Anwesenheit, mein Fürst. Die graue Schar. Seid still und lauscht. Dieser Gramsturm muss der größte sein, den wir je erschaffen haben, Schwester. Das ist der Anführer der Grauen Schar. Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert. Haben wir etwas aus Einsamkeit gehört? Ist alles vorbereitet? Mir wurde versichert, die Stadt ist reif für die Ernte. Gerade als Aran und Exarch Ulfra. Sollen wir den Test verschieben? Absolut nicht. Diese Jaltümer zählen auf uns. Außerdem können wir dieser Bedrohung hier und jetzt ein Ende machen. Okay. Es ist eine schlechte Idee. Wir haben es gerade ebenso geschafft, lebend aus den Fängen von Singales zu entkommen. Und jetzt will Svana es gleich mit zwei von denen aufnehmen? Das ist Wahnsinn! Wir müssen das Elixier ausprobieren. Aber vielleicht können wir der Grauen Schar auch hier und jetzt ein Ende bereiten, indem wir zwei weitere ihrer Anführer ausschalten. Es ist ein bisschen weit hergeholt, ich weiß. Aber wir müssen es versuchen. Zwei Anführer der Grauen Schar. Das ist eine Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen. Komme ich gleich zu im Chat. Und ihr gesellt euch gleich zu ihm. Unverschämte Sterbliche, ihr werdet für eure Taten büßen. Wow. Nun zum Rest von diesem Abschaum. Ach, mein Fürst, oh. Lasst mir die Ehre, ihr Blut zu vergießen. Nun gut, Schwester. Kommt zu mir nach Castel Grombo, sobald die Tat vollbracht ist. Ach, soll dieser Gramsturm euch das Fleisch von den Knochen reißen? Wir müssen gehen. Svana, nein! Svana trinkt's, okay. Seht nach Lyris, Fenn. Und betet, dass euer Elixier wirkt. Beschützt Svana. Das Elixier braucht Zeit, bevor seine Wirkung einsetzt. Das sah gerade sehr... Okay. Aufteilen! Ah!
Ihr habt meinen Bruder getötet. Dafür sterbt ihr. Aber du zuerst. Du hast Mundgeruch. Geh weg. Ihr werdet für eure Anmaßung sterben. Meine Worte. Autsch. Elixier, es wirkt. Ja, es wirkt. Sehr gut, dass es wirkt. Das sah gerade sehr lustig aus, als ob Lyris verdampft wurde. Aber dass sie hier nach hinten gestellt wurde, das wurde nicht angezeigt. Svana ist so unnachgiebig wie ein Winter im Himmelsrand. Doch durch ihre Adern fließt in jedem Fall das Blut eines Jarls. Ich komme schon zurecht. Seht nach der Prinzessin. Lyris wird schon wieder in Ordnung kommen. Sie ist stark wie ein Mammut und doppelt so missmutig. Aber Svana, sie war der vollen Wirkung des Gramsturms ausgesetzt. Seht nach ihr, während ich mich hier um alles kümmere. Ja, pass. Ich glaube, es hat geklappt. Ich stand in einem Gramsturm und nichts ist geschehen. Fens Elixier ist ein Erfolg. Und wir haben einen weiteren Anführer der Grauen Schar ausgeschaltet. Das haben wir gut gemacht, meine Freundin. Seid ihr sicher, dass ihr in Ordnung seid? Es ging mir noch nie besser. Wir müssen so viel von dem Elixier erschaffen wie möglich und es in Einsamkeit verteilen, ehe Rada Alsarans gewaltiger Gramsturm losbricht. Ich will auch wissen, wer in der Stadt ihm hilft. Treffen wir uns im Blauen Palast. Alles klar. Sobald mein Vater begreift, dass wir eine Möglichkeit haben, uns gegen die Gramstürme zu schützen, wird er uns ernst nehmen müssen. Wir sollten so schnell wie möglich in die Stadt zurückreisen. Okay, was ist hier gerade geschehen? Ich weiß nicht, wahr? Es ging so schnell. Als Verada Alsaran und Exarch Ulfra stellten, setzte der Vampirfürst Lyris mit seiner Magie außer Gefecht. Als ich sie fallen sah, wusste ich, dass ich handeln musste. Der Aschefürst hat Lyris im Handumdrehen umgehauen. Dass wir dann nur noch mit den Werwölfen fertig werden mussten, war unser Glück. Das gab uns zumindest eine echte Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Als sie den Gramsturm heraufbeschwor, nahm ich das Elixier von Lyris und dachte kaum darüber nach, was ich da tue. Ich habe es einfach getrunken und stellte mich dem Sturm. Das war riskant. Da kann ich nicht widersprechen, doch jemand musste es tun. Es gab keine andere Möglichkeit. Und ich würde es wieder tun. Mein Volk zählt auf mich. Jo, sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch ein Bild machen. So. Jo, dann zurück zum Palast, ne? Oder nein, ich muss noch aus dem Tunnel. Davor steht doch noch die eine da. Da muss ich noch hin.